Guten Abend. So, jetzt warte ich noch meine Präsentation. Okay. Wolltest du nicht noch die Präsentation? Die Absprachen mit den Moderatoren klappen noch nicht so ganz. Okay. So, Jana, die Zeit läuft ab jetzt. Dankeschön. Also, ihr habt gehört, ich bin der Kosi. Ich komme aus Bochum. Also, ich arbeite in Bochum auch an der Uni. Das heißt, wenn wir da mal Strom haben, Kerzen haben wir nicht, deshalb gab es heute stromfrei. Und ich interessiere mich wahnsinnig, auch privat, für Superhelden. Comics, Science-Fiction, Videospiele. Superhelden finde ich klasse. Deshalb beschäftigt sich auch meine Forschung mit echten Superhelden, den sogenannten Superlegierungen. Superlegierungen heißt wirklich so, habe ich nicht erfunden. Und Superlegierungen, wo findet man die? Ihr habt es schon gerade gehört. In solchen Biestern, Flugzeugtriebwerken, und zwar nicht irgendwo, sondern wenn wir uns das Ganze mal schematisch angucken, im hinteren Teil, hier im Turbinenteil, da sind solche Räder und auf diesen Rädern sind solche Turbinenschaufeln angebracht und bei dieser Turbine, das ist der heißeste Teil im Flugzeugtriebwerk, über 2000 Grad wird es da heiß und diese Turbinenschaufeln wirbeln da mit mehreren 10.000 Umdrehungen pro Minute herum. So, jetzt kann man sich fragen, 2000 Grad Celsius, boah verdammt, warum muss denn das da so verdammt heiß sein? Nun, das hat etwas zu tun mit der Effizienz von Flugzeugtriebwerken. Effizienz, ne, der physikothermische Wirkungsgrad, ist aber nichts anderes als das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Wenig Aufwand, viel Nutzen, bin ich effizient. Effizienz ist in vielen Bereichen, wirklich in sehr vielen Bereichen wichtig, außer ihr arbeitet mit Steuergeldern. Da gilt ein anderes Prinzip. Und danke. Für unser Flugzeugtriebwerk ist das besonders wichtig, weil das sagt uns hier direkt, wie viel Treibstoff wir tatsächlich nutzen und wie viel Treibstoff wir effizient völlig sinnlos verbrennen. Ja, der wird überhaupt nicht genutzt. So, das kann man ausrechnen. Hat man eine tolle Formel, sieht langweilig aus. Kann man aber auch aufmalen. Und dann sieht man da sowas. Und dann sieht man da, dass die Effizienz ansteigt mit der maximalen Arbeitstemperatur der Turbinen. Das heißt, je höher die Temperatur ist, die diese Turbinenschaufeln aushalten, während sie da mit 10.000 Umdrehungen pro Minute vor sich hin rotieren, ohne kaputt zu gehen, umso höher ist die Effizienz, umso weniger Treibstoff verschwende ich. Nur mal so zum Gefühl, momentan etwa 50% des Treibstoffs, bestenfalls, verschwenden wir momentan beim Fliegen ständig. Das heißt schon im geraden Flug eigentlich nur. Okay, so. Daraus ergeben sich jetzt für diese armen kleinen Turbinenschaufeln eine ganze Menge an Materialanforderungen. Das schafft keine normale Legierung. Also die soll nicht nur einen hohen Schmelzpunkt haben, die sollte auch noch hier so belastbar sein, dass sie da rumrödeln kann. Das schafft keine normale Legierung, da brauchen wir eine Superlegierung. So einfach ist das. Wie macht man eine Superlegierung? Nun, wie alle Arten von Superhelden, es kommt auf die richtige Mischung an. Die richtige Mischung macht den Superhelden. Gehen wir in die Literatur. Asterix und Obelix. Da lernen wir, nehmen wir einen handelsüblichen Gallier, ich habe hier mal einen mitgebracht, lassen den als kleines Kind in den Zaubertrank fallen, dann wird daraus Obelix, der unbezwingbare Supergallier, der patriotisch sein Heimatdorf bis zum letzten Römer verteidigt. Ja, richtige Kombination, Superheld. Nehmen wir denselben Gallier und drohen ihn mit Steuererhöhungen, ja, lupenreiner Demokrat, war aber nichts. Und Leute, ihr glaubt ja gar nicht, es gibt ja so viele falsche Kombinationen. So viele. So viele. Okay, wir wollen es jetzt richtig machen. Wir wollen die richtige Kombination für unsere Superlegierung machen. Also gehen wir einkaufen, begleiten wir mal einen typischen Materialwissenschaftler beim Einkaufen. Und wenn Materialwissenschaftler einkaufen gehen, dann gehen die zum Periodensystem der Elemente. Gibt es immer tolle Sonnenangebote, Lanthanoide zum halben Preis oder so. So. Und für so eine Superlegierung brauchen wir jetzt zunächst einmal ganz, ganz, ganz viel Nickel. Kennen wir aus billigem Schmuck, kriegt man einen wunderschönen bunten Hautausschlag von. So. Dann ein bisschen Aluminium, kennt man das Zeug, was man sich um den Kopf wickeln kann. Dann können die Außerirdischen die Gedanken nicht mehr lesen. Schützt nicht vor NSA-Spionage. Und dann so als Gewürze so eine ganze Reihe von weiteren sogenannten Übergangsmetallen, die findet man hier in der Mitte des Periodensystems, die muss man in genau der richtigen Menge dazu würzen. Dann hat man die richtige Mischung und dann, Heureka, hat man eine Superlegierung. Ja? Schade. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen traurig.
Na gut. Aber wir haben eine super Regierung. Und, danke. Und was kann die denn jetzt Tolles? Was ist denn jetzt die Superkraft der Superlegierung? Warum ist die bei hohen Temperaturen so stabil? Da gucken wir uns mal an. Wir schmelzen mal die Legierung. Dann ist die zunächst flüssig. Dann gucken wir da mal rein. Da sind dann Atome, die sehen so aus. Ich habe nachgeguckt, wirklich. Und in der Flüssigkeit bewegen die sich wild hin und her. Also im einen Moment sind sie vielleicht da, im nächsten Moment da. Passt. So. Und wenn wir jetzt diese Legierung abkühlen, knapp unter den Schmelzpunkt, dann erstarrt die Superlegierung, aber die erstarrt nicht irgendwie, die erstarrt zur sogenannten Gamma-Phase. Und das kann man sich jetzt so vorstellen, in der Legierung tauchen auf einmal Tische und Stühle auf und die Atome müssen sich jetzt an den Tischen, Stühlen setzen. Die dürfen nicht zwischen den Reihen besoffen liegen oder auf den Tischen tanzen. Nein, die müssen an den Tischen sitzen. Und die Anordnung von Tischen und Stühlen, das nennt man Kristallstruktur, die ist eine ganz besondere und das macht die Gamma-Phase aus. So, soweit nicht so ungewöhnlich. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter unsere Superlegierung abkühlen, dann bilden sich aus der Gamma-Phase heraus die sogenannten Gamma-Ausscheidungen. Kann man sich so vorstellen, in Wahrheit sind die natürlich eckig. So. Und wenn man da jetzt mal reinguckt, dann sieht man, ach, das sieht aufgeräumter aus, irgendwie ist da hauptsächlich Nickel und Aluminium drin. Aber die Anordnung von Tischen und Stühlen ist genau dieselbe wie in der Gamma-Phase. Auf die Art und Weise sind diese harten Klötzchen perfekt harmonisch mit der Umgebung verbunden. Und das ist das Geheimnis. Diese Harmonie ist das Geheimnis, wir sind nahe dem Schmelzpunkt immer noch, warum die Superlegierungen dort besonders belastbar sind. Ja, das stärkt das ganze Superlegierung. Diese Harmonie ist das Geheimnis. So, so sieht das unter dem Elektronenmikroskop aus. Die ganzen Klötzchen da, das sind diese Gamma-Strich-Klötzchen. Okay. So, könnte man sagen, ja, fertig. Nee. Superlegierung sind zwar echte Superhelden, aber ach, die haben noch Probleme. Und vor allem wollen wir auch effizientere Turbinen bauen. Und wir haben gemerkt, dafür müssen diese Superlegierungen noch einen höheren Schmelzpunkt bekommen. Anders kriegen wir das nicht hin. Also da gibt es eine ganze Menge zu verbessern. Deshalb ist man händeringend auf der Suche nach der nächsten, viel, viel besseren Generation von Superlegierungen. Viel, viel besser. Und ein Problem, was man dabei lösen kann, ist folgendes. Das ist sozusagen das Kryptonit der Superlegierungen. Unter bestimmten Bedingungen bilden sich nämlich jetzt aus der Superlegierung heraus noch andere Ausscheidungen, die sogenannten TCP-Phasen. Oh, sehen die nicht hässlich aus? Gucken wir uns die mal näher an. Ah! Die benutzen ja sogar andere Tische, da kriegen wir gar keine Harmonie hin. Ganze Harmonie ist gestört, die wachsen da kreuz und quer, alles kaputt. Statt fest wird die Superlegierung brüchig. Ja? Superlegierung unbrauchbar. So, deshalb muss man verstehen, wie man diese TCP-Phasen verhindern kann. Das mit diesem Prinzip von TCP-Phasen, das kennen wir ein bisschen aus der Politik. Gucken wir mal in die Große Koalition. Da gibt es die großen Parteien der bürgerlichen Mitte, CDU und SPD. Wenn man mal das ganze parteipolitische Geplänkel ausblendet und die Extremisten in beiden Parteien, ja, ja. Die kommen ganz gut klar, so eine gewisse Grundharmonie ist da. Jetzt hat die CDU da allerdings so ein Ding am Hintern. Das meldet sich manchmal zu Wort. Ganze Harmonie für den Arsch. Ganze Harmonie für den Arsch. Funktioniert so nicht. Funktioniert so nicht. So, okay. Auch nochmal ein Blick unter dem Elektronenmikroskop. Hier das Dunkle da, das sind die TCP-Phasen, die durch diese Gamma-Strich-Klötzchen da durchwachsen, machen alles kaputt. So, und wir untersuchen jetzt in Bochum, genau. Verstehen diese TCP-Phasen? Wir können vorhersagen, schon jetzt andersweise, wann sie sich bilden. Und das will uns helfen, langfristig vorherzusagen, wie man die Bildung von solchen TCP-Phasen verhindern kann, um dann bessere Superlegierungen zu bauen. Das machen wir. Okay, fassen wir zusammen. Die Effizienz von Flugzeugturbinen hängt im Wesentlichen ab vom Material der Turbinenschaufeln, die die Superkraft der Gamma-Gamma-Strich-Ausscheidungshärtung besitzen. Will man die nächste, bessere Generation von Superlegierungen bauen, muss man lernen, die falschen Ausscheidungen zu verhindern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Das war für euch aus Bochum der Mann, der mit der Brille den Durchblick hat. Kosi!